Salute und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt von Kyrat. Ich soll das Intro sprechen, also tue ich das hier mit. Und mit dabei ist wieder der ehrenwerte Kasumia. An deiner Begeisterung arbeiten wir noch, aber vielen Dank für deinen Versuch. Ja, ich weiß, du bist sauer. Nein, willkommen zurück in Kyrat, Leute. Und in der heutigen Folge machen wir etwas, was auch ganz nett ist, was ein bisschen Abwechslung bringt gegenüber dem Stealth-Gameplay der letzten Folge. Und zwar Nachschub für den Goldenen Pfad. Und da wird viel geballert. Es liegen Vorräte in diesem Gebiet. Ich schicke dir jetzt die genauen Koordinaten. Du musst diese Vorräte vor den Soldaten erreichen. Okay. Oder habe ich mich jetzt geirrt? Ist das vielleicht gar nicht die Mission? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Aber... okay, vergesst es, Leute. Ja, ich erinnere mich, das ist das mit den Vorratspaketen, okay. Ach verdammt, nee, vergesst es, Leute. Aber ist okay. Wir arbeiten ja. Damit. Genau, ist aber heute nicht die totale Action. Ja, wir haben das Spiel lange nicht gespielt, wie wir letzte Folge angesagt haben, und wir sind total komplex. Wir selbst ist übrigens auch, also wir sind absolut unzurechnungsfähig. Die totale Action erwartet euch natürlich trotzdem, wie in jeder Folge. Nein, ja. Egal, wir gehen halt alle, wir wollten eh alle Missionen mal irgendwie durchgehen, oder? So war doch ursprünglich mal der Plan. Ja, genau. Das war das Konzept. Wir sind sogar Gegner. Hier hast du Action. Action. Sterbt. Du sitzt bei mir drauf. Sag mir was denn. Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, wow. Das ist wow. Ich brenne. Ich auch. Boom. Es knallt. Es ist sogar teilweise mit Zeitdruck verbunden. Kann das sein? Ja, zum Schluss, sobald man die Pakete gefunden hat. Oh, verdammt, da ist ein Fass. Ich darf nicht. Nein. Meisterschütze hier. Kacke, hätte ich vielleicht den Helikopter behalten sollen. Ja. Was hast du denn damit gemacht? Ist der zerstört oder was? Der hängt mehr oder weniger auf dem Dach. Der sitzt halt da so rum. Oh, oh, nein! Verdammt! Ich brenne! Verdammt! Erstes Paket gefunden. Jetzt zum nächsten. Ja. Gute Arbeit. Wir brauchen ist das ein Stress hier? Aber die totale Action. Immerhin. Wie duckt man sich nochmal? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Achso, okay. Jetzt habe ich es. Ist der Hubschrauber zerstört? Nein, er hing schief. Können wir ihn noch nutzen? Ich weiß nicht, ob wir da so hochkommen. Ich wüsste auf Anhieb jetzt nicht wie. Zum Glück haben wir jetzt noch keinen Zeitdruck. Wir haben noch Zeit. Vielleicht. Schade. Nee, steht hier nichts. Hier, guck mal, steht ein Buggy rum. Ah, nee. Der ist leicht beschädigt. Ja, den habe ich ja vernichtet. Den habe ich gerade eliminiert. Oh, wie doof. Ich will echt den Hubschrauber haben. Lass mich mal hier rein. Warte mal. Hier. Das schaffen wir. Na komm. Ja, ich krieg's hin. Nice. Super. Na los. Weg, oh. Weg. Ist das gerade wieder Fail hier? Oh mein Gott. Los, und jetzt. Achtung, ich bin drin. Ich muss mal kurz. Du hast das Ding schon, okay. Aber tu mir mal einen Gefallen. Ich möchte, dass du fliegst. Ich trau mir das gerade nicht zu. Ja, spring halt raus. Jetzt. Hallo. Jetzt fliegt er von alleine da oben. Oh, das ist nett. Das ist ja so. Wie nee, geil, ey. Was für ein Duck. Ja, oh, Mann. Also die Physik ist hier extremst. Oh, nee. Ja. Ah. Erst flog das Ding von alleine, dann flog es gar nicht. Steig ein, ich steig mit auf. Gott, das ist ein Chaos hier. Aber genial. Na also, hat nur gefühlte 2 Stunden gedauert. Wir hoffen, ihr werdet genauso gut unterhalten, wie wir gerade unterhalten werden. Von uns selber, von unserer eigenen Inkompetenz und Blödheit. Inkompetenz ist ja quasi unser Leitspruch in jedem Spiel. Ja. Wobei ich ja maßlos Skill habe und nur Pum Kasumia gehandicapt werde. Richtig.
Ich bin das Handicap in der Truppe. Na, ich bin Pinky und Elodia ist Brain. So. So. Na, was nun? Was nun? Sterbt, ihr Fall. Ich würde sagen, wir landen. Gut. Aber landen diesmal nicht so ungünstig. Genau. Landen wir und schießen wir. Ja, irgendwie. Hallo? Sind die unter uns vielleicht? In einer Art Höhle? Ja, sieht so aus. Oh. Na, umso besser. Da kann wenigstens nichts passieren, weil der Hubschrauber steht jetzt hier oben. Ich hoffe, wir kommen da schnell genug hin. Ich glaube, hier geht's nicht hin. Wenn der Zeitdruck gleich losgeht. Noch haben wir ja keinen Zeitdruck. Im Zweifelsfall immer den Feinden voll. Meine neue Waffe, die ich seit kurzem habe. Ist jetzt nicht keine revolutionäre Waffe, ne? Die hat jeder, der hier drin ist, Leute, der dieses Spiel spielt. Uah, verdammt! Kurzen Prozess gemacht hier. So. Sehr gut. Jetzt aber schnell hier. Wo piept's denn? Ich hör's doch. In deinem Kopf piept es. Und in meinem wahrscheinlich auch. Da piept aber so einiges. Hier vielleicht? Der Typ? Nee, da nicht. Ich höre was. Ich hab's. Achtung, am besten rennst du schon mal raus zum Hubschrauber. Ich hab das letzte. Es geht los. Exzellent. Die Uhr läuft. Jetzt springen Sie zu mir, und zwar so schnell es geht. 2 Minuten. Oh, wie komm ich jetzt hier hoch? Nee, hier kommt man gar nicht hoch. Oh, Kacke. Hier geht's lang. Hol das Ding. Ich werd hier belagert. Soll ich? Komm, oh, verdammt. Meter, das. 3 Meter wirst du fliegen können. Ja, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh mein Gott, werden wir es schaffen? Verdammt, der Hubschrauber. Ich lauf mal hier bin ich. Hier, komm, an Bord. Schnell. Ja, ich komm hier an. Ich sehe, der Hubschrauber brennt. Beziehungsweise gast vor sich hin. Oh. Verflixt. Oh, eine Minute und. Aber wir sind doch fast da. Na? Locker schaffen wir das. Ich bin da ganz zuversichtlich. Hier irgendwo, ne? Tiefer. Ich klinge wie in einem Porno. Da ist es. Schickst du die Vorräte an den goldenen Pfad? Chaka. Wir lagern sie für eine Operation. Mehr darf ich leider nicht dazu sagen. Hallo? Yeah, wir haben es geschafft. Success. Yeah! So. Helikopter. Ups. Hast du ihn in die Luft gesprengt. Ja, weil er uns nachhaltig enttäuscht hat. Ich find's geil. So. Von dem ist jetzt nicht mehr übrig. Okay. Was jetzt? Jetzt, tschüss. Nicht tschüss. Oder etwa doch tschüss. Tschüss? Ja, tschüss. Nächste Folge. Pop, weg damit. Nein. Ach Gott, bin ich heute ein illustrer Mensch. Ja, wir müssen unser 0815-Auto sprechen, ne? Stimmt. Obwohl, das ist ja so Mainstream. Eigentlich möchte man ja nicht so mainstreamig sein, aber eigentlich bin ich doch extrem mainstreamig. Irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Darf ich das mal versuchen? Leute, ja, versuch's. Warte, ganz optimistisch und motivationsmäßig und Leute, wenn's euch gefallen hat, schenkt uns doch gerne Likes und Kommentare. Wie geht's weiter? Das war's, ne? Nein. Verdammt, ich hab's. Über Abos würden wir uns auch sehr freuen. Abos, stimmt, da war ja noch. Abonniert unsere Kanäle. Es ist gratis. Und jeder 1 Millionste Abonnent bekommt eine aufblasbare Waschmaschine, liebe Leute. It's ohne Scheiß. Amazing, ja. Das ist kein Witz, kein Scheiß hier. Gut, perfekt. Das sollten wir so abdrehen und.
richtig? Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen.